Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. In der letzten Folge gab es feinsten Clan-Spaß und wir waren am Hochspielen. Doch, tragischerweise hat es noch nicht so richtig geklappt. Und wir haben es dann in der Nacht-Session nochmal probiert. Und das Schlimme ist, wir haben viel mehr Punkte gebraucht als letzte Woche. Doch, es sieht gut aus. Wir haben da die Nacht-Session durchgezogen. Ich kann euch mal den Verlauf zeigen, da waren... Die letzten fünf waren hart und das hier ist es, das wollte ich euch eigentlich zeigen, das ist das Wildeste. Ich habe einfach in den letzten drei Runden kein Uran mehr gekriegt. Und ja, da wollte man eigentlich nach der Runde, das wäre eigentlich die finale Runde gewesen, die gab aber nur 10 Punkte. Es hat nicht gereicht, wir waren mit 535 immer noch nicht in der Top 30. Und dann haben wir noch einen draufgesetzt. Nee, warte mal, nicht 535. Quatsch, das war schon vorher. Weil wir haben 570 minus 25 sind 545, ja, stimmt. Krass, ja, wir hatten hier danach schon 545 und haben geguckt und wollten eigentlich aufhören. Es war auch spät in der Nacht, wir haben fast die ganze Nacht-Session durchgespielt. Aber dann haben wir doch zum Glück noch gewonnen und 570 soll safe sein. Also es hat gestern schon aus den Top 30 hier, die ersten 10, die haben noch gespielt, hier hat sich es nochmal verändert. Jinx und Retro, die jagen sich da. Aber ansonsten... Mexiko. Ah, die haben uns dreimal besiegt gestern Nacht. Und zweimal war es so knapp. Da hätten wir fast gewonnen. Und vor allem die dritte Runde, die wir so knapp gegen sie verloren haben, das wäre es auch gewesen. Weil da waren wir bei 531 oder so. Und hätten wir gegen Mexiko gewonnen, hätten wir bestimmt 50 Punkte gekriegt. Oder mindestens mal 40. Da wären wir auch schon safe durch. So mussten wir noch 2 Stunden weiterspielen. Die sind halt stark, die Mexiko. Einmal haben wir richtiges Pech gehabt. Da ist eine rausgeflogen von uns. Und da gegen so einen starken Clan wie Mexiko ist es mit 3 Leuten. Kannst vergessen. Also mit 3 Leuten ist eh schwierig. Aber gegen Mexiko, kannst vergessen. Ihr seht ja, die haben sich dann in die Top 10. Wir haben noch uns gewundert, warum die uns 15 Punkte abgezogen haben. Weil wir noch irgendwie hier, weiß ich nicht, 33 waren. Aber die waren erst Platz 15 oder so. Die haben sich gestern Nacht hochgespielt. Spielen wohl Samstag nachts gern. Aber sieht gut aus. Platz 21. Eine hat sich noch vor uns gespielt. Gestern Nacht waren wir nämlich Platz 20. Waren es die hier? Repose and Pale. Ich glaube, die waren das. Weil die haben uns immer richtig viel Punkte beschert. Wenn wir sie besiegt haben. Das war auch, glaube ich, die letzte Runde gegen die. Aber die haben sich dann gedacht, die Penner, ey, wir spielen noch vor die. Aber vielleicht zocken sie auch gerade noch. Es ist gerade Sonntag. Und ihr seht hier knapp, guck mal, Platz 30 mit 5,48. Letzte Woche waren das vielleicht 5,12 oder so. Diese Woche waren echt viele Punkte im Spiel. Guck mal, da war er mit 5,48 schon Platz 17 gewesen. Krass. Ja, diese Woche haben die Leute echt Gas gegeben, die haben wild gezockt. Ja, vielleicht kamen auch einige Zocker mit, die nicht so aktiv waren. Und dann wurde einfach allgemein mehr gezockt. Dass sie sich gedacht haben, jo, jetzt legen wir los. Jetzt sind die PlayStation Bros da. Wir müssen gucken, ob die es drauf haben. Und die sind stark. Aber auch nicht unschlagbar. Also genau wie hier. Man verliert mehr, man gewinnen die anderen. Gell? So ist es auch. Also ja, es ist cool. Es geht ab, vor allem, weil... Das mit der Liga auch. Ich weiß nicht, ob es auf der PlayStation auch so viel anders ist oder ob es da vorher nie einen Unterschied gab. Auf der Xbox war es halt so, wenn wir uns hochgespielt haben, mit einem starken Team samstagabends. Und sobald wir hier in die Nähe von, ach, eigentlich im Prinzip schon in Silber. Es waren so wenige Leute. Wenn wir in Silber waren, mussten wir teilweise schon gegen hier die ersten 2 spielen, was echt unkorrekt war. Auf die sind wir gestern gar nicht getroffen. Allerdings sind wir auf Boso getroffen. Ich habe jetzt mir die PlayStation-Ranglisten nicht angekriegt, aber ich glaube, die waren sehr stark, weil wir haben einfach keine Punkte verloren. Danach stand 0, obwohl wir ganz schön hart überrannt wurden von Spinnen. Also die haben uns hier in den Arsch versohlt. Ah, und auch noch so schön. Es hat mir ja gefallen, weil die hatten 3 fette Punisher-Spinnen und eine Mastodon. Und ich sage den anderen immer, Männer, wir brauchen einfach mehr Punisher-Spinnen. Warum bin ich der mit der Punisher-Spinne? Warum nehmt ihr nicht alle eine Punisher-Spinne? Und dann noch eine Masto dazu. Und dann wurden wir so richtig hart überwalzt von denen mit so fetten Spinnen, mit, keine Ahnung, wahrscheinlich auch an die 6000 Leben oder so. Meine hat ja auch gut. Meine habe ich nur nicht umgebaut gekriegt, so richtig. Ich wollte den
Odin nicht so stümperhaft reinstopfen. Aber die hat... Ja gut, die hat jetzt 5200. Die ist aber auf Haltbarkeit gefused. Nee, die ist auf Resistenz gefused. Also hat sie eigentlich nochmal 10% mehr, kann man sagen. Muss man sagen. Ja, die hat nochmal 10% Resistenz. Ich fand das eigentlich ziemlich cool mit der Resistenz. Gerade jetzt, wo die Resistenzen irgendwie schon eine ganz schöne Rolle spielen. Deshalb hat die ein bisschen weniger Leben, aber die Resistenz, wenn die jetzt Haltbarkeit gefused wäre, dann hätte sie auch 5700. So hat sie 5200. Aber 10% Haltbarkeit, was am Ende auf selber rauskommt. Wenn sie nochmal auf Minusgewicht wäre, könnte ich halt noch Leben dran bauen. Das heißt, schwerere Teile. Allerdings bin ich im Moment am Überlegen, sogar leichtere Teile einzubauen. Einfach nur, um gegen Feuer geschützt zu sein. Weil die ist mit sehr vielen schweren Teilen. Hier oben habe ich schon, hier habe ich schon was geändert. Nee, da habe ich einen Flügel dran gemacht, weil das Gewicht nicht ganz gereicht hat. Ja, ich bin schon am Überlegen, ob ich hier so ganz schwere Teile durch... Hier hinten habe ich es auch gemerkt. Diese komischen Minivan-Panel. Da war vorher so ein ganz fettes Teil dran. Aber die Minivan-Panel hält länger gegen Feuer hinten sogar. Was ja eigentlich viel weniger Leben hat, aber allein durch die Resistenz. Die Resistenzen spielen doch eine Rolle. Ja, mal gucken, ich brauche eine neue Spinne. Ich mag die Spinne eigentlich und die war immer noch gut. Naja, die wurden hart überwalzt. PlayStation sind auch sehr gute Clans. Und ich habe gehört, die haben auch Jinx versohlt und Jinxen. Jinx halt. Ich traue den nicht über den Weg. Ganz ehrlich, der eine, der spammt mich immer voll. Ich hasse den. Der geht mir so auf die Eier. Und ja... Ich bin halt gecloaked und fahr da rum. Er trifft mich. Das Arschloch. Kann er hell sehen oder was? Er könnte mir erzählen, was er wollt. Ich vermute, er ist ein Dreckscheater. Schon immer, weil er macht immer so Zauberschüsse. Und dann hat er mich hier voll gespammt, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock gegen die Loser zu spielen. Die können nichts außer hier scheiß cheaten. Und hat mich einfach gesprengt und die anderen auch. Also wir haben gesagt, wir sprengen uns einfach alle, weil wir wollen nicht unsere Zeit gegen die Loser verschwenden. Und wir wollen denen aber auch kein Uran mehr schenken, weil das haben wir lang genug gemacht, das haben wir bestimmt ein Jahr gemacht, da haben wir denen einfach Uran gespendet. An Weihnachten, jetzt bin ich einmal seit langem wieder reingefahren und habe ihnen Punkte gegeben, bevor ich mich gesprengt habe. Da habe ich geschrieben, frohe Weihnachten, aber eigentlich sprenge ich mich bei denen, weil ich kann die nicht leiden, ganz ehrlich. Erstens spammt er mich voll und dann erzählt er mir irgendeine Scheiße und dann ist es halt so, dass ich glaube mich jetzt so, der ist da hinten hinter der Ecke, ich komme so angeflogen, da bin ich so hier und dann patsch, schießt er mir eine Waffe raus oder einen Generator oder so. Der trifft immer nur die Sachen, die vitalen Punkte und das, obwohl ich gecloaked bin. Und das kann er mir nicht erzählen. Wenn er Verifier benutzen würde, würde ich sagen, jo, hast du gut gemacht, hast mich aufgedeckt, hast schön geschossen, aber nix, kann mich am Arsch lecken, ich traue dem nicht über den Weg. Außerdem weiß ich aus sicherer Quelle, dass zwei von ihnen, naja, hat sich immer so angehört. Kann man allen unterstellen. Ach, scheiß drauf. Ich traue denen einfach nicht. Für mich sind sie Dreckscheater. Und ich bin froh, wenn sie auf den Sack kriegen. Das freut mich sehr. Danke dafür. Ich habe jetzt schon, mir hat sogar einer geschrieben, aus dem anderen Clan. So, ey, hast du gesehen? Die haben da voll auf den Sack gekriegt, Jinx und Blazy Clan. Und da habe ich gedacht, geil. Gefällt mir sehr. Nee, finde ich super. Die haben es echt verdient. Die machen seit Jahren so eine Scheiße. Und geh mir damit auf die Eier und dann hast du keinen Bock mehr. Das macht das ganze Spiel kaputt, so Drecksloser. Ich hab's schon mal gesagt, denen sollen die Finger abfaulen. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so lange ranten. Naja, obwohl ich jetzt... Der Hass kam hoch, ihr habt's gespürt. Es war richtiger Hass, es war Crossout-Hass. Moment, ich atme jetzt durch und beruhige mich. Denn eigentlich gibt's keinen Hass, es gibt nur Liebe. Es gibt was... Nee, hier, das wollte ich euch zeigen. Das hatte ich auch. Ey, das hatte ich noch nie, glaube ich. Dass ich kein Uran mehr bekomme. Weil ich voll bin. Wahnsinn. 90 von 90. Wir haben echt stabil. Oh, wir sind wieder Platz 20. Eben waren wir doch 21. Ja, cool. Wir haben es drauf. Ach, die anderen. Ja, die spielen noch. Die wollen es wissen. Die waren nicht schlecht, aber den armen Kerle haben wir gestern, glaube ich, bestimmt 100 Punkte geklaut. Weil immer, wenn wir gegen die gewonnen haben, haben wir viele Punkte gekriegt. Danke dafür. Ich hoffe, ihr bleibt drin auch. Wenn nicht, hört auf, Männers. Aber vielleicht wollen sie sich auch die Taschen noch in Gold füllen. Kann ja sein. Ich
meine, es ist nur noch eine halbe Stunde. Bis sie länger. Aber ich hätte aufgehört. Wir haben es aber gestern Nacht erzwungen, weil ehrlich gesagt, ich hatte heute keinen Bock auf den Sonntag. Ich wollte heute was anderes machen. Ich hatte keinen Bock, heute noch CW zu spielen. Und Sonntag ist auch, ich weiß nicht, ist das so PlayStation Sonntag auch so hässlich? Also hochspielen ist am Samstagabend cool. Samstagnacht ging jetzt auch, war hart. Wir haben wirklich die ganze Nacht zwischendurch gesuchtet. Ey, wir Wahnsinnigen. Es war, es hat sich gelohnt am Ende. Weil ich habe mir hier die Taschen voll gemacht. Wobei es halt wirklich wild ist, dass ich hier schon voll war und nicht mal mehr in Golduhren angekriegt habe. Das ist normal, spielen wir hoch. Und dann habe ich, was weiß ich, 64 oder so. Ich lasse mir immer einen kleinen Puffer oder eine Woche. Weil wenn wir die anderen noch durchpeitschen oder mit schwächeren Teams, gerade wenn wir mit mehreren Teams spielen und halt nicht so sehr stark aufgestellt sind, dann sind wir, dann rutschen wir immer mal ein Silber ab und so. Und oh Gott, gestern Mittag. Ich sag's nicht. Gestern Mittag war wild. Doch, Just, ich sag, wenn man überlegt, dass wir von 10 hochgespielt haben mit der auf 570. Ja, ja. Da wurde ganz schön reingeschissen. Da habe ich auch gedacht, meine Herren. Ich glaube, die Bros haben es aber erkannt und haben dann aufgehört zu spielen, weil das war echt, das war zu krass, Mann. Kannst nicht am Samstag nochmal in 10 spielen, ey. Kein Wunder, dass wir die ganze Nacht zogen mussten, um es wieder auszubaden. Es war echt wild. So, ich kann doch mal zeigen, was ich hier so dabei hatte. Ich hatte hier so ein bisschen. Ich habe auch jetzt mal sortiert hier, weil es ging mir auf den Sack, dass hier überall immer so Löcher drin sind. Er hat zumindest versucht zu sortieren. Ich habe jetzt hier meine Breaker beieinander. Dem muss ich noch einen coolen Namen geben, weil ich habe den umlackiert, also ist das jetzt mein Bild. Also habe ich ihn gar nicht aus der Galerie. Andere Farbe drauf und dann gehört der mir. Guck, ich habe nämlich alle Bauteile, es ist meins. Ja, ich habe ihn aber auch noch umgebaut. Diesmal habe ich ihn sogar wirklich umgebaut. Wirklich fast ganz, ganz stark hier. Ich habe zum Beispiel das hier dran gemacht. Wie war das der hier, wo ich den Motor umbauen musste? Ich weiß gerade nicht. Ich finde das halt geil, wie das bei den doofen Breaker haben, das Radar immer so aufs Dach geklatscht ist. Batsch, Radar, fertig. Geht. Aber der ist sauwendig gewesen. Den habe ich mir gestern Abend noch aus der Galerie gezogen, weil ich mal einen Breaker mitnehmen wollte. Und dann habe ich hier das ein oder andere noch gedreht und so. Hab da ein bisschen rumgefummelt hier hinten. Weil der hatte nur 72 Teile. Da habe ich gedacht, warum eigentlich? Und dann habe ich überall einen Generator habe ich noch ein bisschen eingepackt. Weil der war mir auch. Ich habe ja bei dem einen Breaker, den ich da geflogen bin, hatte ich das Problem, ich krieg ständig den Generator rausgeschossen. Und natürlich, ja, sobald ich diese Alligator-Lackierung drauf habe, ist es dann mein Bild. Und ihr. Hey, der ist ganz oft in der Galerie. Und komischerweise laden die den auch alle mit Breaker-Spam hoch. Ich muss den jetzt mal umbenennen, gell? Das ist. Ihr habt es gesehen, aber wenn nächste Folge eine sieht, sage ich so, ja, guck mal, das ist mein Bild. Da fahren voll viele damit rum. Aber da muss ich, na, scheiße. Man erkennt es aber, glaube ich, schon daran, dass der den so weit hinten in der Garage gebaut hat. Das hat er extra so gemacht, damit er gleich sieht, ah, das ist meiner. Weil da waren nämlich zwei, die waren so weit hinten. Da ich gesagt, warum sind die so weit hinten? Was ist denn da los? Jetzt ist es auch. Verdammt. Er kann aber auch nicht vorfahren. Ich müsste ihn dann komplett nach vorne bauen. Und so hat sich der Baumeister seinen Credit geholt. Ich muss mal schnell gucken. Nicht, dass ich so ein mieser Typ war und den nicht geliked habe. Das hasse ich immer bei mir, wenn sich einer was runterlädt und liked es nicht. Weil mir ist es eigentlich scheißegal, weil ich fast nur Müll in der Galerie habe. Außer so ein paar Schätzchen hättet ihr finden können. Und der andere mächtige Fuse-Bild, die auch richtig geil funktioniert haben. Da habe ich mich so geärgert, dass ich nicht die ganze Party aufgenommen habe, den Ton, weil der Zelle, was hat der geflucht, ey? Der fand das richtig scheiße, aber er hat mit mir den Fuse-Bild gefahren. Ich habe nämlich ein paar Leute gebraucht dafür zum Testen und er fand das so richtig kacke. Und auch dieses ganze, los, steck ihn da rein, du musst da rein. Was, Matteo? Keine Ahnung, ich weiß nicht, der heißt auch so. Da waren auf jeden Fall zwei drin, nee, Matteo kriegt ein Like. Und hier ist noch eine. Der hier. Ah,
Ach, der hat kein Odin drin. Gut, dann war es Matteo seiner, glaube ich. Liken ausgeschmaßt. Ja, genau, das war der, weil der habe ich gedacht, da habe ich die Farbe nicht. Der hat einen Odin, den höre ich mir mal aus. Und dann war hier das ein oder andere Teil so ein Zentimeter verdreht. Und ganz wichtig, andere Farbe drauf, zack, schon meine. Ich denke, der andere hat den, weil der denselben Namen hat, vielleicht auch einfach von Matteo genommen, hat den Tor eingebaut. Aber mit dem Tor, keine Ahnung warum, aber der Tor ist mir ständig rausgeschossen worden, so. Immer so ganz easy. Auf entspannt. Das hat mich angekotzt. So. Habe ich ihn jetzt umgenannt? Nee. Breaker. Nennen einfach der Fly, glaube ich. Nee, wir nennen ihn Flug. Breaker Flug. So. So, das ist ganz anderes. Komplett anderes Auto. Man sieht es am Namen, man sieht es am Dings. Das ist ungefähr so. Kannst du nicht vergleichen. Vorher war es ein Mercedes, jetzt ist ein AMG. Also, mega. Gut. Hier muss ich auch mal ran. Das mit dem Gestell oben, das ist scheiße irgendwie. Das funktioniert nicht mehr. So schön es war und ich die Haffe damit schieben konnte irgendwie. So ein schönes Gestell gebaut, extra super hoch. Aber irgendwie funzt es nicht mehr richtig. Ich meine, gut, ich kann die Haffe immer noch richtig geil schieben damit und so, aber na, ich weiß noch nicht. Also einen von den zwei muss ich auf jeden Fall mal löschen. Weil der hier der ist ein bisschen langsamer. Der hat einen Hot Red, aber dafür einen Doppler drin. Aber das vergesst ihr ganz schnell wieder. Ich habe nämlich nie einen Doppler im Bild, deshalb kann ich keinen. Nee, ist auch scheiße. Der passt nicht gerade. Ich habe gerade nichts, wo ich richtig. Hier könnten wir einen Doppler neistoppen vielleicht. Ah nee, das war bei dem anderen. Der andere, ich hatte hier so einen komischen. Der hatte hinten dieses riesige, fette Yeti-Ding drauf und da hat den Doppler so reingesteckt hinten. Das war genau das hier auch nicht. Was beim Flugbreaker noch wäre, vielleicht ein Dings hier. Ein Unterbrecher rein, statt den ganzen Kühlern. Cupcuts, ey. Oh Mann. Das war schlimm gestern mit den Cupcuts. Es war wahnsinnig schlimm. Hier habe ich Ochs auch keinen Cupcut reingemacht. Hier habe ich extra einen Doppler rausgenommen. Was habe ich gemacht? Noch ein Kühler rein. Aber gut, mit dem Ding hatte ich auch keine Chance gegen Porkys. Deshalb habe ich den nie genommen. Den habe ich wirklich nur gegen Hover genommen. Aber gegen Hover habe ich andere coole Sachen. Da habe ich jetzt hier so ein Schmutzgerät und hat mir das coole Team mit Rauschi, Bestia, Pluto und mir. Und die haben halt viel Feuer, die Bros. Die haben alle drei einen Firebug. Da brauche ich nicht so ein Dockbild mitnehmen. Da kann ich dann mit dem Fliegebreaker fliegen. Oder es sind oft zwei Firebugs, Porky und Punisher. Das war auch brutal dann. Das haben wir die letzten paar Runden gewonnen. Und auch richtig schnell einfach drüber. Das war toll. Ganz toll. Stinkende Sägekarre. Ach, das ist auch Schmutz. Okay. Was haben wir noch anzubieten? Ja, Panni, ich habe die jetzt mal umbenannt. Panni-Reihe habe ich den genannt. Das war der, den ich die ganze Zeit benutzt habe. Dann habe ich meinen Panni-Akari habe ich einfach mal mit einer dritten Panni bestückt oben. Und habe ein bisschen PvP gespielt. Muss sagen, ey, ich habe doch die Catalina recht gut aufgeladen bekommen. Und das ist dann natürlich böse, wenn es richtig scheppert mit der aufgeladenen Catalina. Dann ist wirklich nett zu spaßen mit dem Ding. Es war ja auch vorher so. Also vorher hatte ich ja Akari drauf, weil es Akari noch geil war. Und dann, wenn ich auf 6, 7 war, habe ich schon richtig viel Schaden gemacht. Und ich hatte ja nur 2 Panis drauf. Und jetzt mit 3, also ab 5, geht's ab. Aber ich habe dann den Pani mitgenommen. Da musste ich den Motor umbauen und musste ein bisschen rumfummeln dran. Das hatte nicht gepasst mit dem Kolossus, der eigentlich drin war. Und mir hat es auch nicht gefallen, dass der das Gewichtslimit nicht ausgenutzt hat. Deshalb habe ich noch einen Hover dazu. Und habe das Gewichtslimit und die Teile vor allem ausgereizt auf 80. Der war irgendwie nicht komplett. Vielleicht hat derjenige auch gedacht, nee, ich lasse ein paar Dinger weg. Lade den nur hoch. Kann auch sein, dass er nicht perfektioniert hochladen wollte. Was interessant ist, da ist der Falke drin. Optional könnte ich mir den Chrisley reinmachen. Das muss ich mal testen. Wo ich vielleicht lieber den Chrisley will. Ich habe ihn jetzt gestern mit Falke benutzt, weil ich fand das eigentlich ganz cool, wenn die Dinger dann leuchten, aber ja, und mehr Kabinenschaden halt macht. Ja. Ist ein witziges Gerät.
Aber vielleicht würde ich auch noch den Chrisley reinmachen. Ich weiß es noch nicht. Dann könnte ich die Platten hier austauschen gegen schwerere. Aber ich denke, ich habe meine Ergänzungen ganz gut gemacht. Ich habe überall noch ein bisschen rumgefummelt. Hier und da noch was dran. Ein paar Teile ausgetauscht. Ja, vor allem hier oben. Stimmt, da habe ich noch so eine Stoßstange extra reingekriegt. Und ich habe halt den Pegasus drin. Der hatte vorher einen Kolossus drin. Was, Kolossus? Ja, war ein Kolossus drin. Aber irgendwie im Kolossus war er bei mir zu schwer. Und da er eh nur 71 Teile hat und so ein bisschen fahrradmäßig an manchen Stellen war, habe ich gedacht, nee, komm. Probier's mal, ob du den Pegasus hinkriegst. Und als ich dann hier hinten alles ein bisschen auseinander geschoben habe. Ich sag's euch mal. Hier war der Kolossus da unten. Dann waren die Dinge weiter rechts und das war weiter rechts. Und dadurch war alles ein bisschen. Genau, dieses komische Teil war dann auch weiter rechts. Das konnte ich eins rausmachen. Ich konnte das Ding hier umdrehen. Das war gut, als ich es umgedreht habe. Dann steht es hier so ein Stück über, aber ist überhaupt nicht schlimm. Und dann hatte ich Platz, um den hier zu verrücken. Und den habe ich dann sogar noch hochgesetzt. Der war eigentlich hier unten irgendwo. Und ich habe festgestellt, ich kann mit den Punnies auch ganz normal schießen, wenn der hier dran ist. Also das ist auch sehr gut. Da habe ich das Ding nochmal hingeklatscht. Das ist aber optional. Es musste aber gestern Abend für CW schnell was her. Ich habe den um 12 gebaut und um 1 haben wir CW gemacht. Also gebaut, gebaut. Bildet euch die Gänsefüßchen kurz ein. Ich habe ihn galeriemäßig überarbeitet. Ihr wisst es, ich mache es nicht so gern so von Grund auf. Ich habe einige ausprobiert, der ist geil geflogen und gefiel mir und dann habe ich gedacht, auf, den nimmst du jetzt mit. Und mit dem machen wir auch nochmal eine Runde. Ich muss nämlich mal ganz kurz gucken. Und ich muss mal kurz Mikro und mir die Nase putzen. Gut, mein Näschen ist wieder einigermaßen freier. Scheiß Erkältung, oder seid ihr auch erkältet? Mich haben meine Clan-Mitglieder angesteckt, glaube ich. Oder meine Schwägerin. Ich weiß es nicht, weil sie waren alle krank, als wir am Dienstag CW gezockt haben. Was ist denn los? Ja, alle waren so krank und dann auf einmal wurde ich auch krank. Und da habe ich gesagt, ey, was soll das? Mit euch zocke ich nicht mehr, ihr habt mich angesteckt. Das war natürlich Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist manchmal so. Was ich nur auch überlege, seit ich den anderen getestet habe und irgendwie doch wieder für gut empfunden habe, hängt sie hängt der runter, gell? Ach so, nur wenn ich nach vorne fahre. Was krass war, ich habe gestern gegen so eine ganz fette Mastodon-Spinne gekämpft. 1 gegen 1. Die anderen waren mit ihren Firebugs mit den anderen 3 Gegnern beschäftigt. Und mit der Porgy, Pluto hatte glaube ich die Porgy, ja. Und da habe ich so 1 gegen 1 gegen so eine ganz fette Mastodon gemacht. Und ich habe ihn fertig gemacht. Oh, jawohl. Krass. Ich habe genau in dem Moment, ich habe nämlich hier mit dem Schild auch viel gearbeitet. Scheiße, jetzt muss ich auch das Stromkabel anschließen. In die Garage, ich will ja nicht sterben. So, jetzt müssen wir aber verhältnismäßig lang warten, was bei dir tragisch ist. Da gehen wir doch wieder in die Garage. Ach so, was auch noch komisch ist, an dem ist halt ein Rückwärtspunny, gell? Das ist ein bisschen seltsam. Aber manche Leute lieben das Rückwärtszeug. Bei der Catalina verstehe ich es jetzt nicht so ganz, weil, keine Ahnung, ich dachte, die wäre eigentlich auf beiden Seiten ziemlich gleich. Bei der Beholder habe ich es verstanden, weil die Beholder auf der Rückseite halt gerade ist. Der Vorderseite ist die anders drum, aber ich stehe eigentlich auf die normalen Builds. Aber ich hatte mich dann gestern dran gewöhnt. Die Karte ist halt umgedreht. Das ist halt ein bisschen blöd. Ah, was soll's. Achso, falls gestern
am Samstag auf Sonntagnacht irgendjemand uns zu viert im PvP gesehen hat und wir einfach die Runde verlassen haben. Und jetzt sagt, ey, was soll das, ihr Feiglinge? Ja, es war blöd. Ich war pinkeln und war dann der Anführer und wir haben die Gruppe, ich habe die anderen eingeladen und dann habe ich einfach losgedrückt, weil alle schon bereit waren und habe aus Versehen, hol dir den Metallschrott gestartet oder drehte oder so. Und dann sind wir alle rausgegangen, direkt als es losging, weil wir wollten natürlich Clan Wars spielen. Das war ja, so mein Schiller. Man kennt es. Es passiert den Besten. Ach, der lässt mich nicht durch, du Madin. Komm mal, den lass mich doch auch ein bisschen Spaß haben. Oh Gott, wo schieße ich denn hin? Ich hab den Kill gekriegt. Was mich an dem ein bisschen ankotzt ist, ich weiß noch nicht, ob ich die Bubble drin lasse oder ob ich mir lieber Cloak reinmache. Ich stehe auf Cloak eigentlich. Ich finde das super. Enemy down. Oh Gott, da sterben Menschen. Jo, wie er mir die Bubble weggesenzt hat. Nein, ein Feuermann. Oh Gott, ich und der Fly Maskin sind allein. Da ist natürlich noch ein Feuer. Und wie wir alle bekanntlich wissen, ist Feuer sehr teuer. Nein, der hat auch Babul. Nein. Ich wollte doch sagen, ich habe ihm doch schon zwei rausgeschossen. Ach Gott. Jetzt kommt der Feuerheinz. Schade, ich glaube, das Pani-Duell hätte ich gewonnen. Er hat Glück gehabt, dass der Bote auf mich geschossen hat. Er hat sowas von Glück gehabt. Gut, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch ein bisschen Glück, weil ich ihn ja erst gepeinigt habe, als er noch mit dem anderen beschäftigt war. Also jetzt ich jetzt gewonnen. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Manchmal verlieren wir und manchmal gewinnen die anderen. Scheiße, ich hätte gerne meine Drähte noch fertig gemacht hier. Ach, obwohl. Es ist auch nicht so schlimm, wenn ich es nicht schaffe. Was soll's. Gut, so viel zum Update. Natürlich gibt es hier wieder einige News, aber ich gucke eben gerade nicht, weil... Ach, es gibt so viel, wir gucken ganz kurz drüber, so Rammschäden und Änderungen. Lest euch den Scheiß mal durch, das ist Schwachsinn, ja. Die haben sie nicht all. Hier, doppelte Energie. Rammschaden kurz zum Monchi gerade, weil der voll gerne mit Ramm fährt, aber hier mit dem Hallo. Die machen halt echt auf dem Testserver gerade die Energie verdoppeln. Und der Hot Red verbraucht da zum Beispiel auch eine Energie. Ach, weil da ist es wieder verstopft. Ihr seht sie, hier steht ja alles. Booster verbrauchen dann mehr Energie, was auch. Ich weiß noch nicht. Ich meine, klar, man hat dann auch doppelt so viel Energie, aber was ich richtig kacke fand, die Idee, die stand hier auch in den einen Patchnotes, dass die Kabinen alle so abgestuft sind. Dass eine lilane zum Beispiel immer weniger Energie hat wie eine gelbe Kabine und so weiter und so fort. Und dass dann immer einen Unterschied gibt zwischen 1, 2, 3, sag ich mal, dass die leichte Kabine am meisten hat, die mittlere ein weniger und die schwere Kabine noch ein weniger. Und das ist ja Bullshit. Ich weiß nicht, ich habe mir letzte eine Tabelle angeguckt, ich sehe irgendwo, das war richtiger Bullshit. So einen Kack will ich mir gar nicht durchlesen. Vielleicht muss ich mich mal für so einen Testserver anmelden, um da rumspammen zu können. Zweiter Test. Wo stand denn das mit den komischen... Nee, hier ist nur, ja, die Kühler auch. Die lilanen Kühler verbrauchen dann mehr Energie wie die blauen. Dafür ist die Effizienz. Es ist doch Scheißdreck. Ich weiß es nicht. Denen wieder einfällt alles. Jetzt hat man wieder alles umgebaut und jetzt, ja gut, ich meine, im Moment muss ich eh umbauen, weil ich jetzt einen Odin habe und dann testen muss, was hier der heiße Scheiß ist. Aber ich finde es irgendwie Käse so. Es ist. Aber mal sehen, vielleicht finde ich es danach auch geil. Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Ich meine, theoretisch, wenn alles doppelt so viel Energie hat, macht's gut. Aber das mit den Kabinen fand ich halt kacke. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von der Humpback.
Und es ist halt so, die Humpback hat einen Punkt, die ist eine schwere Kabine, die hat einen Punkt weniger als die mittleren und leichten, aber irgendwie, wenn die, weiß nicht, wenn nur die leichten so viel Energie haben, finde ich es auch kacke. Oder wenn dann zum Beispiel die Humpback, sag ich mal, 3 Punkte weniger hat wie eine leichte legendäre. Wenn es nicht gar sogar noch mehr sind. Das ist so die Frage dann, die man sich stellen muss. Woran hat sie gelegen? Fragt man dann, gell? Das fragen sie dann. Kommen sie an und sagen, krass, das Auto erschießt mich einfach. Das finde ich nicht gut. Aber so ist es ungefähr, wenn ihr von so einem scheiß Cheater erschossen werdet, der trifft jeden Schuss. Das kotzt euch an. Gut, in diesem Sinne machen wir jetzt Feierabend. Mein Laptop föhnt nämlich gerade hier voll los. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ihr dreht hier richtig auf. Ich glaube, der braucht eine Pause. Und ich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.